Hey Leute, ich bin's Conny und heute werde ich euch verraten, wie viele Abonnenten ich habe. Denn seitdem mein Kanal existiert, und ich meine seitdem mein Kanal existiert, kriege ich eine Frage immer und immer und immer wieder neu gestellt. Conny, wie viele Abos hast du? Habt eine kleine Frage, wie viele Abos hast du? Wie viele Abos hast du eigentlich? Man sieht's nicht. Wie viele Abos hast du eigentlich? Ich finde es nicht. Wie viele Abos hast du eigentlich? Oder mein Favorit, hast du 34.000 Abos? Ich kann sogar glauben, dass du 100.000 hast. Und er meinte damit 34,000, weil das ist, glaube ich, glaubwürdiger als 34.000 Abos. Wie viele Abos hast du überhaupt? Kannst du machen, dass man sehen kann, wie viele Abos du hast? Und so weiter. Es hört nicht auf. Ich kriege immer wieder den Kommentar. Ich habe es in meinen Livestream schon oft beantwortet. Ich habe meinen Abonnenten-Counter ausgemacht, weil ich der Meinung bin, dass die Abonnenten vollkommen unwichtig sind. Darauf noch mal ein Floss. Und ich möchte euch einfach mal erklären, warum ich der Meinung bin, dass die Abonnentenzahl unwichtig ist. Auf YouTube gibt es etliche Kanäle, die haben Hunderttausende, teilweise Millionen Abonnenten und machen dafür einfach fast gar keine Aufrufe. Genauso gibt es aber auch Kanäle, die haben fast gar keine Abonnenten, aber deren Videos sind super gut. Ich bin der Meinung, dass die Abonnentenzahl überhaupt nicht widerspiegelt, wie gut ein Kanal ist, wie erfolgreich ein Kanal ist. Und die ist einfach nur irreführend. Die Abonnentenzahl zeigt einfach nur eine Sache, und zwar viele, viele Leute bei diesem Kanal irgendwann vielleicht mal auf den Abo-Knopf gedrückt haben. Und das sagt nichts über den Kanal aus. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Abozahl vollkommen unwichtig ist. Was wirklich zählt, sind die tatsächlichen Aufrufe, die der Kanal macht, auf seinen aktuellen Videos, auf seinen alten Videos. Was wirklich zählt, ist, wie viele Zuschauer mit dem Kanal wirklich interagieren und nicht, wie viele Leute irgendwann mal auf den Abo-Knopf gedrückt haben. Deswegen habe ich den schon immer ausgeschaltet. Das ist eine Entscheidung, die habe ich vor vielen Jahren mal getroffen. Einfach, weil ich es irrelevant finde, wie viele Abonnenten ein Kanal hat. Ich halte es für überhaupt nicht wichtig, aber viele von euch scheinen es für wichtig zu halten. Und YouTube hat auch announced, dass sie Ende des Monats die Möglichkeit entfernen werden, dass man seine Abonnenten versteckt. Das hat vor allem was damit zu tun, dass es halt Leute gibt, die Kanäle von anderen Leuten nachahmen, ihre Abos ausschalten und sich dann halt für die Person ausgeben. Und das gibt's auch. Es gibt Leute, die geben sich als ich aus. Es gibt Leute, die geben sich für Victor aus. Aber auch Tjulfa habe ich schon gesehen. Leute, die geben sich für Tani aus. Ich habe schon Leute gesehen, die geben sich für Felix aus. Und ja, da ich meine Abonnenten nicht auf öffentlich habe, ist es wahrscheinlicher, dass Leute auf YouTube zumindest darauf reinfallen, wenn sie sagen, dass sie ich sind. Aber warum fallt ihr überhaupt darauf rein? Ist ja auch egal. YouTube wird genau deswegen diese Funktion deaktivieren. Ich finde es schade, weil ich immer noch der Meinung bin, die Abonnentenzahl ist vollkommen unwichtig. Aber wir müssen damit leben. Meine Abonnenten werden veröffentlicht. Aber damit ihr nicht warten müsst bis Ende des Monats, wenn die Abonnenten dann komplett öffentlich sind, werde ich heute in dem Video auch zeigen, wie meine Abonnenten so aussehen. Aber bevor ich meine Abonnenten veröffentliche, schreibt mir mal in die Kommentare, was glaubt ihr, was ich für Abonnenten habe, und nicht nachgucken. Was glaubt ihr, wie viele Abonnenten habe ich? Ihr könnt mich da gerne mal mit Felix und Victor und Paul vergleichen, gucken, wie viele Abonnenten haben die, wie viele Aufrufe machen die, oder dann etwas ableiten. Weil da sieht man auch wieder was. Hier Paul zum Beispiel macht richtig gute Videos, die laufen gut, und der hat viel weniger Abonnenten als Victor. Warum? Weil Victor schon ein Jahr länger als er YouTube macht. Victor hat deswegen so viele mehr Abonnenten, macht natürlich auch mehr Aufrufe, aber auch nicht so viel mehr Aufrufe, wie er mehr Abonnenten hat. Hier seht ihr immer den Kanal von Victor mit 33.000 Abonnenten und macht gute Klicks. 8.000 auf dem Video vor einem Monat, 7.000 auf den Livestream gestern, 1.600, 8.000 auf dem Livestream, 3.000, 8.000. Das sind gute Klicks, die hätte ich gerne, wenn ich so viel Klicks machen würde, Leute. Dann haben wir hier Paul. Macht nicht ganz so viele Aufrufe, aber immer noch richtig fett Aufrufe. Ich meine, 1200, 2200, 3800, 7400. 7400 Aufrufe vor zwei Tagen. Und er hat 4000 Abonnenten. Victor hat fast das Zehnfache von dem, was Paul hat. Aber Paul macht ungefähr halb so viele Aufrufe auf aktuelle Videos. Das steht nicht im Verhältnis. Deswegen, diese Abozahl, die sagt nichts aus, außer vielleicht, wie lange man schon aktiv YouTube-Videos macht. Und selbst das sagt sie nicht wirklich aus. Weil es gibt ja auch Leute, die kaufen sich einfach YouTube-Kanäle, die vielleicht sogar schon Haken haben. Da gibt es so einen speziellen Kandidaten, der auch bei uns ab und zu kommentiert. Den habe ich blockiert. Also, Kandidat, falls du das Video siehst, was du wahrscheinlich nicht tun wirst bis zu der Stelle, du bist blockiert. Du kannst aufhören, bei uns Kommentare zu schreiben. Wir können dich nicht leiden. Wir wissen, du hast vor einem Jahr einen Kanal mit über 100.000 Abos gekauft und machst darauf keine Aufrufe. Er macht darauf keine Aufrufe auf seinem Kanal, weil er den gekauft hat. Keiner interessiert sich für seine Videos, weil er nicht derjenige ist, der diesen Kanal großgezogen hat, sondern irgendein Pleb, der sich den Kanal gekauft hat. Diese 100.000 Abonnenten bringen ihnen gar nichts. Naja, und dann gibt es da meinen Kanal. 400 Aufrufe, 2.800, 2.200, 4.900, das freut mich sehr. Bitte das Video weiter pushen, das würde mich sehr freuen. 3.900, 5.000, 1.000, 2.000, 3.000, 2.000, 700. Ich habe halt teilweise Videos, die nicht mal 1.000 Aufrufe knacken auf meinem Kanal. Ich mache auf jeden Fall weniger Klicks als Paul, ich mache weniger Klicks als Victor. Vielleicht
auf dem Gesamtkanal nicht, weil ich noch ein paar alte Videos habe, die ein bisschen ziehen. Ich mache das ja auch schon ziemlich lange. Wie ihr hier seht, man kann ja eine Weile scrollen, bis man unten ankommt und hier sind immer noch die Thumbnails gelb, was ich gefühlt erst seit Ende letzten Jahres mache. Aber ich bin auf jeden Fall nicht beliebt genug, dass jedes meiner Videos über 1000 Aufrufe bekommt. Es würde mich sehr freuen, wenn meine Tutorials hier mehr Aufrufe bekommen, weil das sind die Videos, in die ich die meiste Arbeit stecke, die Tutorials. Und das sind auch die Videos, durch die ich am wenigsten zurückbekomme, weil sie niemand anguckt. Aber so ist das Leben nun mal. Also, was denkt ihr, wie viele Abonnenten habe ich? Im Vergleich, Paul hat 4600 Abonnenten mit seinen Aufrufen. Oder Victor hat 33.000 Abonnenten mit seinen Aufrufen. Und ich finde, daran kann man ziemlich gut erkennen, wie irrelevant eigentlich die Abonnenten sind. Weil die Abonnenten spiegeln überhaupt nicht den Erfolg eines Kanals wider. Ich meine, ich kann auch ein paar Extrembeispiele raussuchen. Was heißt Extrembeispiele? Die ersten, die mir einfallen, sind zum Beispiel Gomme HD. Hier haben wir einmal Gomme HD. Und Gomme HD ist so ein Fall, der hat über 1 Million, vielleicht sogar 2 Millionen Abonnenten. Hat dann auch irgendwann aufgehört, wie Videos hochzuladen und sein letztes Video hat sogar gut Klicks gemacht. Aber der Grund, warum er seinen Abo-Counter ausgeschaltet hat, ist, weil es ihm peinlich war, mit so vielen Abonnenten so wenig Aufrufe zu machen, wie er hier teilweise gemacht hat. Ich meine, er macht immer noch so viele Aufrufe, von denen könnte ich nur träumen. Aber im Vergleich zu dem, was andere in seiner Größe machen, ist das halt nicht viel. Trotzdem würde ich sagen, Gommes Kanal ist eigentlich ein geiler Kanal. Also ich würde mich immer noch über diese Aufrufe freuen, aber ich verstehe es, dass es demotivierend für ihn ist, mit über 1 Million Abonnenten auf den wenigsten Videos die 100.000 Aufrufe zu knacken. Aber 100.000 Aufrufe sind halt geil. Die kann man nicht immer erwarten. Dann haben wir hier zum Beispiel Sturmwaffel. Sturmwaffel ist auch ein Ehrenmann. Hat 1,74 Millionen Abonnenten. Macht aber auch nicht auf jedem Video 100.000 Aufrufe. Bei ihm läuft es natürlich besser als bei Gomme. Wenn man hier runterscrollt, sind dann wieder viele Videos, die über 100.000 Aufrufe machen. Aber sein Kanal ist auch so eine Auf- und Abgeschichte. Auf jeden Fall Sturmwaffel, ein riesen Ehrenmann. Doch cool, der macht so einen Short, ein Video. Kann man machen. Was ist denn mit Kedos passiert? Kedos hat 419.000 Abonnenten. Und der macht auch nicht mehr so viele Aufrufe. Kedos war auch immer so ein Kanal, der stand immer im Schatten von anderen YouTubern. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch Zeiten hatte, wo er inaktiv Videos gemacht hat. Aber sein Kanal könnte theoretisch auch mehr Aufrufe machen. Macht er aber nicht. Beziehungsweise seine Videos. Wie viel sein Kanal macht, weiß ich nicht. Und seine Videos sehen für mich aus meiner Sicht immer noch ziemlich gut aus. Aber es gibt halt immer noch Leute, die der Meinung wären, 419.000 Abonnenten, wo sind denn die 419.000 Aufrufe? Warum nur 3.000 auf dem Video? Na, weil es ein neues Video ist, das lief vielleicht noch nicht so gut. Vielleicht kriegt das ja noch die Aufrufe im Nachhinein. Aber daran sieht man, er hat 419.000 Abonnenten, hat auf seinen letzten 3 Videos insgesamt 25.000 Aufrufe gemacht. Und dann gibt es hingegen auch YouTuber, die gerade im Hype ihres Lebens erfahren, vielleicht noch nicht so viele Abonnenten haben, weil es gerade anfängt. Die haben dann vielleicht 50.000 Abonnenten, machen aber auf jedem Video 150.000 Aufrufe. So fängt nun mal ein Hype an. Ich bin der Meinung, die Aufrufe zeigen, wie erfolgreich ein YouTuber aktuell ist, wie viele Leute ihn schauen, wie gut der Kanal läuft, aber nicht die Abonnenten. Die Abonnenten sagen gar nichts. Ich habe das auch erlebt von der Frage, wie viel verdienst du mit deinem YouTube-Kanal? Erstmal die Gegenfrage zu stellen, okay, wie viele Abonnenten hast du? An den Abonnenten kannst du nicht festmachen, wie viel jemand verdient. Wie viel jemand verdient, hängt davon ab, wie viele Views macht die Person und in welcher Branche ist die Person tätig. Sprich, was macht die Person für Videos? Aber nicht, wie viele Abonnenten man hat. Die Abonnenten haben nichts mit dem eingenommenen Geld zu tun. Aber ich möchte euch nicht viel weiter auf die Folter spannen. Ich werde euch jetzt zeigen, wie viele Abonnenten ich habe. Und zwar, ich habe 15.496 Abonnenten zum Zeitpunkt, an dem ich das Video hier aufnehme, am 4.7.2022. Ich hatte sogar eine Weile lang immer gleich viel Abonnenten wie Felix. So ungefähr von 10.000 bis 15.000 hatten wir gleich viel. Dann ist mein Kanal halt abgeflacht und Felix' Kanal ist hochgeschossen. Naja, und dann haben wir ein bisschen Unterschied gehabt. Ihr könnt ja einmal den Kanal von Felix sehen, der jetzt schon 17.000 Abonnenten hat. Heißt 2.000 Abonnenten mehr als ich. Und er macht deutlich mehr Views als ich. Guckt euch das mal an. Mit den Views, uiuiui, da würde ich mich freuen. Aber naja, und selbst wenn ich dann 1.500 Abonnenten mehr haben werde irgendwann, werde ich wahrscheinlich nicht so viele Views machen wie Felix. Es sei denn, ich habe es geschafft, irgendwie einen neuen Hype zu generieren. Also bitte, Floss, bitte, bitte macht mir Hype, please. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn mein Kanal ein bisschen besser laufen würde. Weil wenn ich mehr Geld einnehmen könnte, dann könnte ich mich unabhängiger von meiner aktuellen Arbeit machen. Dann könnte ich täglich livestreamen. Und wenn ich täglich livestreamen könnte, dann würde ich auch mehr Abonnenten bekommen. Weil bei Livestreams bekommt man vor allem Abonnenten dazu. Man kann eine bessere Zuschauerbindung aufbauen. Und dann kann ich vor allem auch mal auf Videos von meinen Zuschauern reagieren. Aber wenn ich einmal die Woche livestreame, da beschweren sich in meinen Livestreams regelmäßig 2 Personen, dass ich in meinen Livestreams nie die Spiele von meinen Zuschauern spiele. Es liegt daran, dass es nicht 10 Minuten dauert, sondern es würde eine Stunde dauern, die Zuschauerspiele zu spielen, weil wenn ich
das Zuschauerspiel von einem Zuschauer spiele, dann wollen alle Zuschauer, dass ich ihre Spiele spiele. Dann ist eine ganze Stunde belegt, aber ich streame ja in der Regel nur 1 bis 2 Stunden. Und in diesen 1 bis 2 Stunden muss ich halt die ganzen Updates abarbeiten, die die Woche zusammenkamen, weil ich nur einmal die Woche streame. Wenn ich täglich streamen würde, wäre das was anderes. Ich würde sehr gerne täglich streamen, aber aktuell muss ich halt immer dann arbeiten, wenn gute Streamzeiten wären, also wird daraus nichts. So, genug Rechtfertigung, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie viele Abonnenten ich habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, ein Abo. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!